Weißer wollte von einem Indianer wissen, wie Amerika genannt wurde, ehe der weiße Mann es entdeckte. Es wird wohl ein schwieriges Wort sein, fügte er hinzu. Bitte sprechen Sie es langsam und deutlich aus, damit ich es mir notieren kann. Der Indianer schüttelte den Kopf. Es ist ganz einfach, antwortete er. Wir nannten es unser. Nicht einfach aus Unbedacht oder Unwissenheit hat es zum Beispiel der Apalai-Indianer in Brasilien versäumt, feste Städte zu gründen und das zu schaffen, was man Zivilisation nennt. Er sah in der Ansammlung von großen Menschenmengen den Keim allen Übels für Seele und Leib. Er war der Ansicht, dass Essen wohl gut sei, Übermaß aber töte, dass Liebe schön sei, Lust jedoch zerstöre. Jeder, der viel in freier Natur gelebt hat, weiß, dass es eine magnetische Kraft gibt, die in der Einsamkeit wächst und sich beim Leben unter Menschen schnell verflüchtigt. Die Indianer jagen der Vision nach, die Weißen dem Dollar. Wir sind ein unbrauchbarer Rohstoff, um Kapitalisten daraus zu machen. Wir geben auch keine guten Farmer ab, denn tief in uns lebt das Bewusstsein fort, dass kein Mensch das Land, das Wasser, die Luft, die Erde und was unter ihrer Oberfläche liegt, als Privateigentum besitzen kann. All das gehört allen gemeinsam. Und wenn die Menschen überleben wollen, sollten Sie diesen indianischen Standpunkt übernehmen. Je schneller, desto besser. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Der letzte rote Mann von dieser Erde gewichen ist und sein Gedächtnis nur noch der Schatten einer Wolke über der Prärie, wird immer noch der Geist meiner Väter in diesen Ufern und diesen Wäldern lebendig sein. Wenn wir euch unser Land verkaufen, erhaltet es für eure Kinder und liebt es, so wie Gott uns alle liebt. Denn eines wissen wir, unser Gott ist derselbe Gott, diese Erde ist ihm heilig. Selbst der weiße Mann kann der gemeinsamen Bestimmung nicht entgehen. Vielleicht sind wir doch Brüder. Wir werden sehen.